to join me on the podium. Alicia, Dorota, Alexander, our steward, and we're starting the Best in Show. I'm the only judge today, I'm an Olbrich judge for WCF. Ich bin ein Olbrich-Richter für die WCF. Und Sie werden jetzt die schönsten Katzen des heutigen Ausstellungstages hier auf der Bühne erleben. Alicia, hilfst du uns bei der Präsentation? I have everything here. We just need you with your hands. Wir sind heute sehr international. Wir sprechen mehrere Sprachen, als dabei wir online im Internet sind. I need the number 9 and the number 71. It is a small Bengal. Dorota, come to me. Dorota Kudlaiska is our judging pupil, sie ist unsere Richterschülerin und sie hat an diesem Wochenende ihr theoretisches Examen für Semilanghaar, her theoretical exam for Semilanghaar. How do you feel today? Okay, great, better now after the morning, which was very stressful. Ja, wir warten noch auf das zweite Kätzchen. Ich darf die 71 und die 9 auf die Bühne bitten. Es sind zwei Mädchen. Komm zu mir. Es sind zwei kleine Mädchen in der Klasse, in der Altersklasse 3 bis 6 Monate, 3 to 6 months. Tre sei mesi femminucce. Una piccola bengala, a small Bengal girl and a small British girl. Ja, wir können den Ton schon hören. Eine kleine Leoparden-Wildkatze und eine kleine brave Britisch. Beide sind ganz exzellent im Standard. Die eine knuffig und dick, die andere elegant und sportlich. Schauen Sie mal, wie das Fell glänzt und glitzert. Das nennt man tatsächlich auch Glitter. Diese Goldfäden im Haar der Bengal. Und hier die Britin mit einem sehr kräftigen, wasserabweisenden Fell. Ja. Give her love. She wants to be loved. Wir haben uns die Entscheidung nicht leicht gemacht. Das heißt, ich habe mir die Entscheidung nicht leicht gemacht. Ich habe auch mit meiner Richterkollegin, Frau Alicia Biadasch, und der Richterschülerin nochmal diskutiert, ihnen meine Beweggründe für die Entscheidung vorgestellt. Nominiert sind sie beide worden, sprich, beide waren das schönste Tier ihrer Rasse, ihrer Haarkategorie und der Altersklasse. Bestes Tier in der Klasse 3 bis 6 Monate weiblich wurde am heutigen Tage die kleine Bengalkatze mit der Nummer 9. Herzlichen Glückwunsch. Super. Dankeschön. Wir haben einmal, genau, die Urkunde für die kleine, na, die noch nicht, this not, this later. Und die kleine Zippelzappelduster von Mulle, Zozappelduster von Mullemiens, schöner Name, nominiert und den Kitten Champion Award, herzlichen Glückwunsch. Dankeschön. So, Alex, you can wait downstairs. Ich möchte jetzt die Nummer 61 und die Nummer 68 sehen. 61 and 68, please. Wir kommen zur Jugendklasse weiblich, the junior class female, classificato juniore femminucce. Les femelles dans le classement 6 à 10 mois. Was könnten wir noch an Sprache anbieten? Russisch. Девочкисе, 6 на 10 месяцев. На бестен шоу номинировано номер 61 и 68. Nominated are the 61 and the 68. Nominiert sind die 61 und die 68. Wieder zwei unterschiedliche Rassen. Eine kleine norwegische Waldkatze in der sehr seltenen Farbe Ember Torti mit Weiß. Es ist eine Non-Agouti, Nicht-Tabby-Katze. Das erkennt man an der schwarzen Nase. Wenn die Nase rot wäre, wäre sie eine Tabby-Katze, eine Agouti-Katze. Mit der schwarzen Nase ist sie eine Non-Agouti-Katze. Und daneben auch eine Torti, auch ein Mädchen. Eine kleine britisch-kurzer in der Farbe Lilac-Torti. Ganz zauberhaftes Mädchen. Wir schauen mal, ob wir die Aufmerksamkeit erregen können.
Das ist mein kleiner Helfer, Herr Schwein. My little helper, Mr. Pig. Lui mi aiuta, Signore Maiale. Oh, he has some hair on the nose. Er hat etwas Nasenbehaarung. Auch hier war die Entscheidung sehr schwer. Beide Tiere entsprechen dem Standard. Die norwegische Waldkatze mit einer geraden Nase, einem dreieckigen Kopf und langem, wasserabweisenden Haar. Und die britisch Kurzer mit ihrem runden Kullerköpfchen und den Kulleraugen. Best in Show in der Altersklasse, 6 bis 10 Monate weiblich, wurde die Katze mit der Nummer 68. Herzlichen Glückwunsch. Nominiert. Ja, ein Applaus bitte, genau. Nominiert gewesen ist die norwegische Waldkatze, Kitten Champion Glory Glockenblume vom Dichterviertel. Herzlichen Glückwunsch, Frau Vergi. Ich danke Ihnen. Thank you. Ja, Sie dürfen noch so ein bisschen warten. Ich hätte dann gerne die Nummern 65 und 69. The 65, the 69. 65, 69. 65, 69. 69, 65. 65, 69. Das war Schwedisch. Ja, pratar också lite svenska. 69, 65. 69 und 65. Zwei erwachsene Mädchen konkurrieren um die beste Show am heutigen Tage. Ein orientalisch kurzer, ganz seltene Rasse. Sehr, sehr alte Rasse, die schlankeste und eleganteste Rasse, die wir haben. Langer Körper, eng anliegendes kurzes Fell, ovale Pfötchen und eine lange Nase mit einem dreieckigen Kopf und großen, hochgestellten Ohren. Schauen Sie sich mal diesen wunderbaren orientalischen Gesichtsausdruck an. Ganz große Klasse, diese Katze, ganz wunderschön. Und dagegen wieder eine britisch kurzer. Die Nummer 69, eine britisch kurzer in der Farbe Blau, der Brecherbrummer gegen die elegante, zauberhafte Mieze. Gewonnen hat das Best in Show für weibliche erwachsene Tiere am heutigen Tag, Best in Show Today for Adult Females, wurde die Nummer 65, Number 65. Herzlichen Glückwunsch, Frau Linke. Nominiert wurde Scarlett Elke Fürst Wolex. Herr Zehlinger, herzlichen Glückwunsch zur Nominierung am heutigen Tage. Ich danke Ihnen. Ja, Frau Linke, Sie warten noch so ein bisschen. Es geht dann mit der Best of Best danach weiter. Ich darf bitten um die Katzen mit den Nummern 7, 66 und 6. Die 6, die 7 und die 66. 66, 7 and 6. Six, seven, and 66. Drei Kater, three males, drei maschi, dreimal, drei Horner. Die Nummer 6, die Nummer 7 und die Nummer der Abessinier, ein Abessinier-Kater, ein Aphrodite-Kater. Und ein britisch kurzer Kater, jawohl. Drei Kater, drei verschiedene Rassen. Die Aphrodite-Katze, die älteste Rasse der Welt und auch die jüngste, kommt von der Insel Zypern. Man hat auf Zypern ein steinzeitliches Grab gefunden, 9500 Jahre alt. Und in diesem Grab hat man Katzenskelette gefunden, bereits mit Halsband. Dort wurde das Grab gefunden mit dem Zeugnis, mit dem ältesten Zeugnis der Domestikation der Katze. Man ist also früher davon ausgegangen, dass die ersten Menschen, die sich tatsächlich um die Domestizierung der Katzen bemüht haben, die Ägypter waren, dass das nicht war. Das waren die Zyprioten. Also damals, ja, wenn ich das jetzt wüsste, warten Sie mal. Die 7 ist die Abessinia. So, drei wunderschöne Kater, ein britisch kurzer, gerade 11 Monate alt geworden, aber auch schon schöner, runder Kopf, große Kulleraugen. Dann ein kleiner, zauberhafter, zierlicher
Abyssinia-Kater in der Farbe Blau. Ganz tolles Tier, wunderschöne Farbe. Und der größte der drei, alle drei noch kein Jahr alt, gerade erst so in die offene Klasse gestartet. Die offene Klasse beginnt mit 10 Monaten. Der Aphrodite-Kater, der größte der drei. Er wächst weiter, bis er 4 Jahre alt ist. Der ist fast fertig ausgewachsen. Der wächst auch weiter, bis er 5 oder 6 Jahre alt ist. Die haben sehr lange Wachstumszyklen. Und bestes Tier in der Erwachsenen-Kater-Klasse wurde die Nummer 6. Best in Show für den Aphrodite-Kater. Herzlichen Glückwunsch. Nominiert waren der Weltgewinner, World Winner, bestes Kitten im Jahr 2013, schönstes Jungtier des letzten Jahres aller Katzen der Welt im letzten Jahr. Über 5000 Tiere haben an dieser Konkurrenz teilgenommen. Er ist jetzt in die Erwachsenenklasse gestartet. Bestes Tier im letzten Jahr, Silbermaster Andy Candy's Iceboy. Herzlichen Glückwunsch zur Nominierung. Und Mirror of Soul Neron, Spitzname Schlumpfi, war auch nominiert. Herzlichen Glückwunsch zur Nominierung. Dankeschön. So, ich darf dann, die Nummer 6 darf bei mir bleiben. Storch, yes. Die Nummer 65 bitte. Die Nummer 8. Die Nummer 68 und die Nummer 9 zu mir auf die Bühne. In der WCF haben wir sehr strenge Regeln für die Best in Show. Wir haben hier aber heute einen Testfall und auch am Samstag und am Sonntag wird es einen Testfall geben. Es wird das beste Tier der Ausstellung gewinnen und nicht nur das beste erwachsene Tier der Ausstellung, sodass wir alle Tiere, die ein Best in Show erhalten haben, in diese Best in Show integrieren und hier noch einmal auf der Bühne vorstellen. 2 fehlen uns noch, ja, Lyubov. Only Love. So, die Jenny, würdest du wohl den minkfarbenen Bengal noch mal so hierher bringen? Das wäre schön. Bitte? Number 8. So, wir haben hier die kleine Bengal mit der Nummer 9, die erwachsene Orientalin mit der Nummer 65, den Aphrodite-Kater aus Zypern mit der Nummer 6 und die Nummer 68, eine British Kurzhaar, auch ein wunderschönes Tier. Und hier kommt noch ein Junior, der einzige Junior in seiner Klasse, Junior männlich, ein Bengale in der Farbe Seal Spotted Mink. Auch ein ganz zauberhaftes Tier. Auch hier haben wir eine Entscheidung getroffen, welches dieser Tiere das beste aller Tiere ist. Und ich darf Ihnen die nicht allerbestes Tier, allerbesten Tiere geworden sind, nacheinander vorstellen. Best in Show in der Klasse 3 bis 6 Monate, bestes Jungtier weiblich in der Kittenklasse wurde Spottebanks Emya Ever Beauty. Ein wunderschöner Name. Herzlichen Glückwunsch zum Best in Show. Best in Show ebenfalls in der Erwachsenenklasse. Lohamidas Iris, eine orientalisch kurze in der Cinnamon Tabby Spotted Farbe. Herzlichen Glückwunsch, Frau Linke, zum besten Show am heutigen Tage auf unserer nationalen Ausstellung. Ich gratuliere. Ebenfalls ein besten Show erhielt, auch ein schöner Name, Queen Millennia Dionysos, der Aphrodite Giants Kater in Creme Weiß. Herzlichen Glückwunsch, Frau Lizalind. Congratulations to Cyprus. Ja, bleiben 2 übrig. Ich darf die 3 schon mal von der Bühne bitten. Vielen Dank. Sie dürfen schon mal so spazieren gehen. Wir haben die beiden besten Katzen. Wir haben etwas darüber diskutiert, welche Katze am heutigen Tage das schönste Tier der Ausstellung sein wird. Mir steht die Entscheidung zu. Ich bin der Olbrit-Richter. Es war nicht leicht. Zweitbestes Tier der heutigen Ausstellung. Best in Show wurde Susanna First Volex. Herzlichen Glückwunsch, Herr Zehlinger, zum Best in Show. Und bestes Tier am heutigen Ausstellungstag, Best in Show und Best in wurde der Bengal-Kater in der Farbe Seal Tabby Rosetted Mink. Royal Elysium. Das ist eine Abkürzung für I Love You So Much.
Herzlichen Glückwunsch, vielen Dank und Gratulation. Thank you. This was so far the best in show for the internet transmission. What we have forgotten are our trophies. Yes, we should have given our beautiful Best in Show trophies. Yes, yes, yes. I will bring them personally to the cage. Ich bringe die jetzt mal persönlich hin, damit die Kätzchen auch ihre schönen Pokale bekommen. Drei. We need five and one best of best, right? How many do we have? Wait. What does the list say? We have one, two, three, four. Four Best in Shows and one best of best. Okay. Here we go with the trophies. Let's go. Du kannst mich dann wieder ausstöpseln. Thank you.
Die stetig wachsende Anzahl der Interessenten.
haben es geschafft. Es ist anerkannt worden und wir sind mittlerweile auch bei den VWH-Veranstaltungen gut vertreten. Wenn sie dann ausgestellt werden, ist gut anerkannt. Die haben gesagt, man hat alles richtig gemacht. Weil es gibt ja nur Kassen, es gibt ja nur Kassen, wo der Mensch, sag ich mal, durch seine Zucht Dinge getan hat, die er besser gelassen hätte. Der Mensch bringt gerne beim Züchten, lieber Gott. Wenn ich überlege, dass da Hunde gezüchtet werden, wo man die runter an der Seite machen muss, damit die quasi ihren Kopf ablassen können, muss ich sagen, da haben irgendwelche Menschen was falsch gemacht. Das haben wir aber alles richtig. Gut, haben Sie keine Fragen mehr oder haben Sie Fragen? Wenn, dann. Jetzt sind Sie noch da. Und die Hände. Ja, das ist so moratelig, kann man fast alles zu sagen. Vielleicht morgen, wenn da so 10.000 Leute stehen, so in den letzten Jahren. Ja, morgen werden wir auch mehrere Häuser hier haben. Die Häuser gibt es ja in allen möglichen Farbstehen. Was man da sieht, sind aber zwei mögliche Farben. Also noch, da gibt es noch verschiedene Farben. Ja, ja. Gibt es auch weiße? Ja, weiß ist die einzige Farbe, hingeschickt laut Rassenstandard ausgeschlossen wurde. Vor vielen Jahren ist die Rasse zugelassen worden, einfach um die Ähnlichkeit mit den Samoyeden zu kommen. Das wäre ja dann gegeben, wenn die Rasse von Schweiz wäre. Ja. Wäre die Verwechslung groß. Aber das, ich sag mal, außer Weiß wird geschenkt. Alle Farben sind zu rot und da werden wir morgen in einem Lehrjahr noch keine Zwangsfälle. Dann kann ich auch noch irgendwie noch morgen, dann sehe ich mal einen Boden. Frau Asia. Schönen Dank, dass ihr da geblieben seid. Mach's gut bis morgen. Hast schöne Runde gedreht in der Pause gehabt. Morgen machen wir das anders an der Stelle in die Lade und dann drehe ich mal eine Runde. Klasse Präsentation. Das ist ja mal ein interessantes Thema. Und da bleiben wir noch ein bisschen. Jeder will jetzt weg. Jetzt müssten die Alpakas kommen. Jetzt wird's interessant. Jetzt kann sich hier so manch einer seinen Jugendtraum erfüllen. Sie zum Beispiel. Ich habe vor 10 Jahren mal auf an so einer Bande gestanden, wie Sie jetzt. Da hat man mich auch auf die Bühne geholt und dann kam ich dann nicht mehr von weg. So, jetzt kommen Sie mal zu mir. Jetzt bin ich mein Co-Moderator hier. Der Jürgen Henning kommt, wir dürfen da das Mikrofon geben, das ist also Kinder- und Schokoladenmäßig. So. Und Sie werden besonders entlohnt. Auf Sie wird jetzt eine Kussattacke losgehen. Sie müssen jetzt unbedingt Fotos haben hier, weil Sie können sich jetzt aussuchen, von wem Sie geküsst werden. Außer von der jungen Dame. Die gar nicht. Also hier Helene Fischer wäre doch mal was, oder? Hä? Helene Fischer wäre okay, gut. Das ist ein Mensch. Das ist also der italienische Hengst hier aus Magdeburg. Aber der kann auch küssen. So. Jetzt wollen wir sehen, wie das funktioniert. Sagen Sie mal, Sie wollen ihn küssen. Ob er das überhaupt macht. Ja. Möchtest du den Herrn küssen? Doch. Auf die Zunge legen, ganz vorsichtig.
ist ein kräftiger Applaus hier für Redaktion und für Casino. Für unser Duo. Ja. Da gibt es jetzt einen ganz kräftigen Applaus für dieses tolle Bild. Und schauen Sie, wie viel Vertrauen es da zum Pferd gibt und auch zum Menschen oder zum Reiter, zum Führenden hier. Der Fuchs, der liegt und hört aufs Wort von Maria. Und jetzt wird die lange Leine abmontiert, wenn man so will, oder abgeschnallt. Wenn Sie jetzt, da setzt er sich majestätisch hin, der Carino. Ja. Und das, was wir jetzt an der langen Leine gesehen haben, das sehen wir jetzt vielleicht noch einmal so unter dem Sattel und vielleicht noch ein bisschen mehr. Denn Sie sehen ja, da lodert schon die kleine Flamme. Da, wo es eine kleine Flamme gibt, da kann es gegebenenfalls auch eine größere. Soll er nun stehen bleiben? Ganz alleine. Thank you.
geschwollenen, wühlenden Becher. Und was ein edler Rittersmann ist, der macht solche Dinge selbst.
Da gehört schon eine ganze Menge Mut dazu und vor allen Dingen Vertrauen zwischen Reiter und Pferd, um hier durchs lodernde Feuer zu springen. Thank you.
Thank you.